Staatlich Fachingen. Das Wasser. Seit 1742. Präsentiert Ihnen. Liebe Zuschauer, seien Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tischgespräch. Diesen atemberaubenden Blick hinter mir genießt man aus Hamburgs neuem Wahrzeichen, der Elbphilharmonie. Genauer gesagt, der Aigner Suite des Luxushotels West in Hamburg, das als Wohlfühloase und Ruhepol im geschäftigen Hafen konzipiert wurde. Heute begrüße ich einen Schauspieler, den man getrost als Legende der deutschen Film- und Fernsehhistorie bezeichnen darf. Goldene Kamerapreisträger Hans-Peter Korff. Hans-Peter Korff ist waschechter Hanseat und wurde 1942 in Hamburg geboren. Seine Ausbildung mündete in ein mehrjähriges Engagement am Ernst-Deutsch-Theater. Mitte der 70er Jahre arbeitete er auch fest am Hamburger Schauspielhaus. Einer größeren Öffentlichkeit wurde der markante Mime vor allem durch seine jahrzehntelange TV-Präsenz bekannt. In die Kinderherzen spielte er sich als Postbote Onkel Heini in Neues aus Uhlenbusch. Und von 1982 bis 1990 war er der Vater in diese Drombuschs. Unvergessen auch Korffs Rolle an der Seite von Loriot in Papa Ante Portas. Sehr herzlich willkommen bei Tischgespräch, Hans-Peter Korff. Es ist mir eine Freude. Freut mich auch. Danke. Die muss ich nicht fragen, ob Sie gerne nach Hamburg kommen. Sie sind waschechter Hanseat. Ja, ich bin von hier, ja. Gebürtiger Hamburger. Ja. Was mögen Sie ganz besonders an unserer schönen Stadt? Oh mein Gott, das ist jetzt ja ein ganz neuer Eindruck, den ich hier jetzt gewonnen habe, hier oben vom 19. Stock aus. Ansonsten bin ich meiner Vaterstadt, Mutterstadt sehr zugetan, sehr zugeneigt. Bin sehr gerne in der Stadt, war ja auch schon viel unterwegs, anderswo in anderen Städten. Mhm. Entweder gedreht oder über Jahre auch an Theatern. Aber jetzt sind wir schon seit 25 Jahren wieder in der Stadt, glaube ich. Ja, beinahe. Sind Sie heute das erste Mal in der Elbphilharmonie? Ja. Was sagen Sie? Was ich davon halte? Ja. Ja, das ist schon spektakulär, nicht? War ja auch teuer genug. Aber da erzähle ich ja nichts Neues. Also das Thema möchte ich auch jetzt nicht weiter anschneiden. Nein, ist sehr schön geworden. Wie hat sich denn Hamburg verändert seit den 60er Jahren, als Ihre Karriere begann? Gehören Sie zu denjenigen, die sagen, früher war alles besser? Oder gehören Sie zu denjenigen, die sagen, ist alles gut so, wie es ist? Naja, es war früher anders, nicht wahr? Es war vielleicht noch nicht alles so professionell oder so überorganisiert. Aber da kann ich auch nicht so viel. Also 60er Jahre habe ich Theater gespielt am Ernst-Deutsch-Theater und vorher an so einer kleinen Bühne. Und dann habe ich schon so erste Sachen gedreht mit Inge Meisel. In den Unverbesserlichen war ich mal für einen Tag da. Ansonsten gab es auch verschiedene Krimis, so, die im Hafenmilieu spielten. Oder Stahlnetz zum Beispiel war eine sehr... Also ich habe verschiedene Sachen gemacht in der Zeit, in der ich in Hamburg war, bis 69. Welche Bilder steigen denn in Ihnen auf, wenn Sie zum Beispiel an die Dreharbeiten von Neues aus Uhlenbusch zurückdenken? Also Ende der 70er hat ja meine Generation vor dem Fernseher gesessen und sich von Postboten Onkel Heini trösten lassen. Wie sehen Sie das heute? Es ist eine wunderbare Erinnerung, die auch immer... nie zum Erliegen kommt, weil ich werde immer wieder angesprochen von jetzt Menschen, die jetzt auch wieder, die jetzt so in den 40ern sind oder Ende 40, die damals noch relativ klein waren, zwischen 77 und 80, wo ich da war.
Und die erinnern sich alle so gerne. Es sind immer so herzliche Begegnungen, wirklich. Und einer ist auch ein paar Jahre her, da war ich irgendwo Schuhe kaufen, ich glaube in Berlin. Und da war immer ein junger Mann in meiner Nähe, ein jüngerer Mann. Und der fragte mich, irgendwann nahm er sich ein Herz und fragte mich, sind Sie die Legende? Was haben Sie geantwortet? Wenn Sie mich so sehen. Und er sagte, diese Sendung hat mir, war eine, hat mich besser erzogen als die Erziehungsversuche meiner Eltern. Verstehen Sie? Das ist ja hübsch. Und das war ja alles nicht ganz einfach. Das ist aber jetzt eine lange Geschichte. Da könnte ich sehr lange drüber erzählen, dass wir alle auch mal gefeuert wurden, weil wir nicht das drehten, was die ZDF-Redaktion sich so vorgestellt hat. Die hatten also die Bücher. Die waren alle am Schluss so verfasst, dass alles gut war. Die Eltern lagen sich mit den Kindern quasi in den Armen, alles war gut. Die Konflikte waren bewältigt und das wollten wir nicht drehen. Wir haben das also nach hinten offen gelassen. Ist das jetzt wirklich das Ende dieses Konfliktes oder ist die Beziehung, was passiert da jetzt noch? Mhm. Die Geschichte ist immer noch irgendwie in der Schwebe. Und so haben wir das auch gedreht. Und das war der Erfolg dieser Serie, dass anschließend die Eltern mit den Kindern vor dem Fernseher saßen, nachdem es zu Ende war, und diskutierten über das, was sie gesehen hatten. Und ist denn jetzt alles gut oder kommt da noch was nach? Ach so, das war Ihre Idee mit? Ihre Nein, das war die Idee der Filmemacher. Natürlich habe ich da auch mitgearbeitet. Das war eine kleine Firma aus Berlin. Aha. Und der Rainer Bult war der Regisseur der ersten 13 Folgen, der hat das. Und als die ersten Muster nach Mainz gingen, wurden wir erstmal alle gefeuert und dann saßen wir für 4 Wochen auf dem Dampf. Es war auch ein sehr schöner Sommer. Und dann kam nach 4 Wochen, die meisten fuhren wieder zurück, die Technik fuhr zurück nach Berlin, die war ja auch entlassen worden und die Maske und so und die Baubühne und. Dann kam nach 4 Wochen so ein untergebener Redakteur mit so einem übersetzt jetzt der weißen Fähnchen, ja, ihr könnt in eurem Sinne weitermachen. Und das war der Erfolg. Und dann hat Uhlenbusch ja auch den Grimme-Preis bekommen. Ja, aber toll. Nicht wir haben den als Macher bekommen, sondern die Redaktion, die eigentlich ein etwas anderes Produkt wollte. Mhm. Das ist ja interessant. Ja, natürlich. Ich erinnere mich noch an die Rede, die wurde mal aufgezeichnet. Dann gab es eine Übertragung. Dieser Chefredakteur dieser Redaktion Bildung und Erziehung nannte die sich. Der hielt da eine Rede und lobte sich über den Klee und seine Kollegen. Und uns hat er mit keinem Wort erwähnt. Also die das umgesetzt haben. Ne? Na ja. Gerecht ist was anderes. Ja, aber so ist das. So sind dann die Verhältnisse. Ne? Als Sigi Drombusch waren Sie sozusagen der Vater der Nation. Und jeder glaubte, Sie zu kennen. Wie viel Hans-Peter Korff steckte in Vater Drombusch? Ich hoffe, sehr wenig. Ich habe ja mal, und da wurde ich dann ja auch entlassen, also rausgeschrieben vom Autor, mit der 13. Folge, weil ich gesagt hatte, mal in einem Interview vom NDR an einem Montagmorgen in der Garderobe auf die Frage, wie sehen Sie denn diese Figur? Und da habe ich dann gesagt, das ist unter anderem auch eine kleine, feige, spießige Arschgeige über diese Figur. Aber ich habe diese allen Ernstes gespielt. Ich habe da, konnte man mir keinen Vorwurf machen. Ich habe die sehr ernst genommen. Mhm. Na? Weil solche Figuren sind natürlich viel interessanter als irgendwelche realisierte. Na jedenfalls, der Autor Stromberger, dem wurde dieses Interview natürlich zugespielt und da hat er mich dann rausgeschrieben. Er hat das zwar rausgeschrieben und er hat das zwar bestritten aufgrund dieses Interviews, aber ich habe ihm schon gesagt, warten Sie mal. Das würde ich sogar verstehen. Und da haben wir uns noch in NX-Gazetten gegenseitig behakt und. War das so unverzeihlich? Und ja, es war unverzeihlich. Ja, ja. Aber ansonsten haben die Drombusch sehr viel Spaß gemacht.
So etwas wie Majestätsbeleidigung. Aber nein, der Stromberger als Autor, das war sehr nett. Dankeschön. Er hat ja auch die Unverbesserlichen geschrieben. Das war die Nummer 1 der Autoren beim ZDF. Tja. Und da konnte er alles durchsetzen. Also. Und da hat er mir einen Tod geschrieben, den ich nicht spielen wollte. Der war mir zu theatralisch. Ja. Und da wurden wir dann gebeten zum Intendanten des ZDF. Und dann haben wir uns gegenseitig nicht sehr freundlich behandelt. Und dann hat der Intendant gesagt, so, jetzt gehen Sie mal beide in die Kantine, trinken schön einen Schluck, ne, und versöhnen sich irgendwie. Ich will damit jetzt machen, wie das machen. Und sind wir in die Kantine gegangen, Stromberger und ich. Und er hat sich so aufgeregt. Er hat gesagt, ich habe nun, noch nie habe ich einem Schauspieler einen so schönen Tod geschrieben und jetzt wollen Sie den nicht spielen. Und dann habe ich ihm den Vorschlag gemacht, den Tod ganz schlicht zu gestalten, nämlich Sigrid Rombusch ist auf der Leiter und dreht eine Birne oben ein und da kriegt er sein Herz, Kaspar, und geht noch so. Oh, Dankeschön. Ach so, das wollen Sie sehen, Sven, ja. Und da rutschte also noch die Leiter runter. Stimmt. Und als er unten angekommen war, war er dann schon verstorben. Und dann sagt Witta immer noch, Sigi, Sigi. Es Ihnen gemundet. Oh, das war ganz köstlich. Ich glaube, ich komme hier ab und zu vorbei. Um das Kapitel TV noch einmal abzuschließen, erlauben Sie bitte ein dreifaches Name-Dropping mit Kollegen, mit denen Sie zusammengearbeitet haben. Und vielleicht mögen Sie einmal mit uns teilen, wie die Zusammenarbeit, die Erlebnisse mit diesen Kollegen waren. Zuerst Witta Pohl. Witta, er war eine äußerst disziplinierte, gut vorbereitete Hanseatin. Und sie ließ sich auch nicht durchgehen selber.
Sie war sehr konzentriert. Wir haben uns sehr gemocht. Einmal habe ich sie schwer beleidigt. Da fiel ihr, also war eine Szene am Frühstückstisch, da fiel was nicht von ihr, die saßen Kinder, Eltern, was auf dem Boden. Und sie ging sofort als Mutter selber von zwei Kindern, sofort ging sie. Und da habe ich zu Witter gesagt, Witter, du bist hier nicht zu Hause. Wo man anschließend dann zuschauen konnte, wie ein solcher Herpes wuchs. Wir konnten dann zwei Tage nicht drehen. Ehrlich? Ja, das war von mir. Ich meinte das, oder ich war auch ein bisschen, ich hatte eine besonders gute Laune. Aber ich war ernst gemeint. Bitte. Da gibt es Spezialisten hier im Team, die dafür zuständig sind. Ja, verstehe schon. Passiert. Du bist hier nicht zu Hause. Das hat sie persönlich genommen, ne? Ja. Ja. Evelyn Hamann. Evelyn. Also mit Evelyn bin ich wunderbar klargekommen. Man musste auf sie Rücksicht nehmen. Sie war eine sehr durchsetzungsfreudige Person. Wir waren mal zusammen. Wir waren nebenbei zusammen in einer Schauspielklasse. Hier in Hamburg an der Hochschule für Musik und Theater. Die ist damals noch anders. Da waren wir im selben Semester. Die Zusammenarbeit bei Papa Ante Portas, auch die war, das hat bestimmt Freude gemacht. Das war für mich auch eine große Freude und so ein Highlight, dass von Bülow mich da engagiert hat. Und er hat ja manche Sachen, aber das ist ja auch alles bekannt, bis zu 30 Mal gedreht. Mutter, wir tragen dich, wohin du willst. Ja, so manche Einstellungen. Er rief uns immer alle zusammen vor den Monitor und sagte, nein, da nicht, das ist zu früh, der Fuß ist zu früh im Bild und so. Aber Perfektionist. Die Szene, ja. Sie haben den Film gesehen? Mhm. Im Zug zwischen mit der Irm Hermann, Evelyn, mit mir, ich mit meiner Stulle hier. Die Szene haben wir in unsere Richtung einmal gedreht. Mhm. Dann war er zufrieden. Und die andere? Ja, das eben auf Loriot und Evelyn und den Sohn. In die andere Richtung weiß ich nicht, wie oft. Aber einfach mit unserer Darstellung sowas von zufrieden, das hat es noch nie gegeben. Das ist ja, kann man ja als Riesenkompliment nehmen. Das war ein Riesenkompliment, ja. Lieber Herr Kauf, ganz vielen Dank bis hierhin. Wir sind aber noch nicht am Ende, denn ich freue mich jetzt unglaublich, gleich auch zu einer Lesung Ihre Ehefrau zu begrüßen, die Schauspielerin Christiane Leuchtmann, mit der Sie auf Lesereisen gehen und da wirklich wunderschöne Stücke rezitieren. Also Sie haben uns heute Zähne einer Ehe mitgebracht. Wir haben einen Sketch mit das Zähne einer Ehe, das ist die Überschrift eines Programms, was wir haben. Ja. Und daraus möchten wir einen kleinen, sagen wir ruhig mal, Sketch von Tucholsky vortragen. Tucholsky. Also es ist sozusagen eine humorvolle, mit Pointen gewürzte Eheberatung? Nein, es ist keine Eheberatung, der Einblick in eine Ehe. Was? Wir haben gestern einen so reizenden Witz gehört. Also den müssen wir Ihnen, also den muss ich Ihnen, mein Mann, der kannte den schon. Also den muss ich Ihnen erzählen. Also passen wir auf. Also ein Mann, ein Wanderer verirrt sich im Gebirge. Und der geht da so im Gebirge herum und verirrt sich in den Alpen. In den Dolomiten. Nicht in den Alpen, in den Dolomiten. Das ist vollkommen egal. Also in den Dolomiten und das sieht er nicht. Und er geht auf das Licht zu. Lass mich, das gehört dazu. Und er geht auf das Licht zu und er kommt zu einer Hütte. Und da ist so eine Hütte und da leben zwei Bauern drin. Ein
Bauer und eine Bauersfrau. Und der Bauer, der ist alt und die Bäuerin, die ist Walter, sie ist jung und ich sag doch gar nicht. Und die liegen schon im Bett. Und die liegen noch nicht im Bett. Also meine Frau kann keine Witze erzählen, also lass mich das mal machen. Du kannst mir ja sagen, ob es richtig war. Also nun werde ich Ihnen mal die Geschichte erzählen. Also ein Mann, er wandert durch die Dolomiten und er verirrt sich. Ja. Da kommt er zum Licht. Du machst einen ganz verwirrt, so ist der Witz gar nicht. In den Dolomiten, also wohnt ein alter Bauer mit seiner jungen Frau. Und die haben gar nichts mehr zu essen. Also bis zum nächsten Markttag haben die bloß noch eine Konservenbüchse mit Rindfleisch. Ich habe doch noch gar nicht Rindfleisch gesagt. Also nein, Rindfleisch. Und die sparen sie sich auf. Und da kommt... Ein Gewitter. Was? Ein Gewitter kommt da. Ja, sag doch mal still. Da kommt dann danach sein Wandersmann. Also da klopft es an der Tür und da steht ein Mann, der hat sich verirrt und er bittet um Nachtquartier. Nun haben sie aber gar kein Quartier, das heißt, sie haben nur ein Bett. Da schlafen die zu zweit. Oh Gott. Hä? Wie? Oh Gott. Ja, das kann sehr nett sein. Also ich finde das nicht nett. Oh Gott, das ist so immer so ein, der so im Schlaf strampelt und schnarcht. Ja, das sollst du ja auch gar nicht. Unterbrich mich doch nicht ja, immer. Du hast ja gesagt, das wäre nett und ich finde das einfach nicht so nett. Ja, also schon gut. Also der Wanderer steht da nun in der Hütte, er trieft vor Regen und er möchte doch schlafen. Und da sagt ihm der Bauer, er kann ja im Bett schlafen mit der Frau. Nee, was? Das ist ganz falsch. Nein. In der Mitte. Zwischen den Bauern und der Bauersfrau. Also der Wanderer, ist der Wanderer in der Mitte. Ja, meinetwegen in der Mitte, das ist doch ganz egal. Das ist doch nicht egal, der ganze Witz beruht ja da drauf. Ach, der Witz beruht doch nicht darauf, wo der Mann schläft. Ja, natürlich beruht er da drauf. Der ganze Witz beruht da drauf. Lass mich mal. Also jetzt erzähle ich mal. Ja, bitte. Der Mann, der schläft. Verstehen Sie? Und draußen gewittert es. Draußen gewittert es extrem. Falsch. Und wieso? Lass mich jetzt mal. Sie erzählt ihn ganz falsch. Es gewittert erst gar nicht, sondern die schlafen friedlich ein. Plötzlich wacht der Bauer auf und sagt zu seiner Frau, ich muss noch mal raus nach den Ziegen sehen. Ganz falsch. Der Bauer geht raus. Und kaum ist er rausgegangen, da stupst die junge Frau... Was? Ist total falsch, doch nicht beim ersten Mal. Ja, sie stupst ihn schon an, aber erst beim dritten Mal. Der Bauer geht nämlich dreimal raus. Das fand ich so lustig, dass er dreimal rausgeht. Ja, der Bauer geht raus und dann sieht er die Ziege da und sagt, da ist ja die Ziege und da geht wieder rein. Falsch, er bleibt ganz lange draußen. Nein. Klar, inzwischen sagt die junge Frau zu dem Mann. Sie sagt gar nichts. Also der Bauer, der kommt wieder rein. Er kommt da überhaupt nicht rein. Der Bauer kommt wieder rein und wie er so eine Weile schläft, ja, da schießt er plötzlich aus dem Schlaf hoch und sagt, oh. Mein Gott, ich glaube, ich muss noch mal nach der Ziege sehen. Na, du hast ja ganz vergessen zu erzählen, dass der Wanderer furchtbaren Hunger hat. Ja, das stimmt. Ne? Beim Abendbrot hat er gesagt, er hat furchtbaren Hunger. Und da haben die gesagt, naja, so ein bisschen Käse wäre noch da. Und Milch. Und noch ein bisschen Milch wäre noch da und noch eine Konserve. Und dann sind sie wieder ins Bett gegangen. Und wie nun der Bauer draußen ist, da stupst die junge Frau den Wanderer in die Seite und sagt, Nein, die stupst, das ist vollkommen falsch, die sagt doch nicht, na? Sie sagt im Gegenteil, na, nein, und nein, stupst den Wandersmann in die Seite. Alter, sie sagt, jetzt wäre so eine Gelegenheit. Sie sagt im Gegenteil, na, oh und stupst ihn in die Seite. Du verderbst wirklich jeden Witz, Walter. Ach, das ist ja großartig. Ja, ich verderbe jeden Witz. Du verderbst jeden Witz. Lass mich jetzt bitte erzählen, du verderbst wirklich jede Pointe. Ja? Ich verderbe jede Pointe. Du mach mich nicht böse, meine Liebe, ne? Wenn ich einen Witz anfange, dann will ich ihn auch zu Ende erzählen. Ja, wieso? Du hast ihn doch gar nicht angefangen. Ich habe ihn angefangen. Ach, das ist doch völlig egal. Nein, das ist nicht jedenfalls egal. Will ich die Geschichte zu Ende erzählen, ne? Und denn du kannst keine Geschichten erzählen. Entschuldigung, ja. Wenigstens nicht richtig. Ich erzähle meine Geschichten halt in meiner Art und nicht in deiner. Und wenn es dir nicht gefällt, dann musst du ja einfach nur nicht hinhören. Dann höre ich eben einfach nicht hin. Also. Ich will sie so zu Ende erzählen, dass, und zwar so, dass das Publikum einen Genuss von der Geschichte hat. Was? Wenn du vielleicht glaubst, dass es ein Genuss ist, dir zuzuhören. Also meine Liebe. Also da ist das auch so. Und so ist er schon die ganze Woche. So bist nervös, du, das hält du bist er so. Deine, ja. Aber deine Unbeherrschtheit. Oh, gleich würde sie sagen, Komplexe. Deine Mutter, der nennt das einfach schlechte meine Kinderstube, ja, die ist wirklich... Doch wer hat denn die Sache beim Anwalt rückgängig gemacht? Wer denn? Ich vielleicht? Du hast gebeten, dass die Scheidung nicht... Liebe Christiane Leuchtmann, lieber Hans-Peter Korff, vielen Dank für diese herrliche Kostprobe Ihrer Lese- und Spielkunst. Vielen Dank dafür.
Sie werden auch weiter. Schön hier gewesen zu sein. Ja, das freut mich. Bleiben Sie gesund und munter und überraschen uns noch mit vielen, vielen weiteren Rollen und guter Unterhaltung, und zwar im Sinne des Wortes. Dankeschön. Danke dir. Herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, das war's für heute bei Tischgespräch. Ich hoffe, Sie hatten auch eine ganz kurzweilige halbe Stunde mit uns. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen beim nächsten Tischgespräch, direkt im Westin in der Elbphilharmonie. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie gesund. Präsentiert von Staatlich Fachingen, das Wasser, seit 1742.